sieht nicht gut aus. Das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses... dieses Mädchen, dieses... verdammte kleine Kind. Große Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Und dann los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Busa, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Das ist Leon und Leon macht gibt Hacken Gas und wir dürfen hinterher. Los! So, da ich so PC spiele, spiele ich natürlich nicht mit Joypad, sondern mit Tastatur, weil ich keinen Bock habe auf das Aiming. Ist natürlich beim Motorradfahren ein bisschen scheiße, aber okay. Aufgeschissen. Wir werden schon überleben. Ja,
Toll, er ballert auf uns. Hurra, ey. Ja, aber viel kann es nicht sein. Ja, super. Und dann hier mit Tastatur irgendwie das Motorrad steuern. Naja, okay. Das wollen wir uns bald nicht beschweren. Außer wir kriegen den Wichser da vorne. Immer schön die Spur halten, das ist glaube ich das Wichtigste momentan. Alter, jetzt hat er mich angeschossen, ey. Oh, das war der Baum. So kriegen wir ihn natürlich nicht da vorne. Mann, 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 ey. Ja, aber ich glaube, das Spiel ist so aufgebaut, wir sollen ihn gar nicht bekommen. Gefällt dir das? Ja? Hey, gefällt dir das? Du Scheißkerl! Getroffen? Ja, ich glaube. Oh, warte, warte! Alter, ich komme mir vor, als wenn ich hier mit der Mofa hinter dem Typen hinterher fahre. Das ist überhaupt kein Speed. Mann, 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 Mann. Walt. Hat aber einer Lack gesoffen. Gib mir Deck. Alles klar. Er ist da lang. Na los. Okay, er kann Fährten lesen, das ist gut. Verfolgen. Drücke, um die Überlebensansicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Oh, nice. Dann machen wir das doch mal. Zum Teufel will er hin. Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich Mensch, weit. Zieh die rüber ein. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Und seine Spuren sehe ich auf jeden Fall. Hey, hey, warte, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay. Mal sehen. Ah, da ist ja noch eine Spur. Warte, warte, warte. Hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Na komm, du kriegst einen Buckel, ey. Noch mal gerade, Junge. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Sportlich unterwegs, die Jungs hier. Dann machen wir schon ein paar Kilometer. Runter! Toll. Wollte gerade die Knarre ziehen. Fuck. Komm. Oh, wieder laufen. Ist ja ein reines Laufspiel. Alles klar, Bruder? Ja, ja, ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheißkerl. Mir geht's gut, Busa. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Scheiße, ey. Zombies da unten sehe er. Oh. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal. Wo hast du die Drogen? Leon. Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, hm? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Oh, wir gehören also doch nicht zur so netten Sorte. Lass mich nicht so zurück, Mann.
Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Regenwurst. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Unlogische Szene, muss ich sagen, weil die können das Blut riechen und der nimmt ein Käppi mit Blut dran. Also schlau ist das nicht gerade. Naja. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Vegetation ist aber hey, auch geil. Warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Oh ja, das ist gut. Looten, farmen ist immer eine sehr gute Option. Okay, mehr gibt es hier anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, stellen wir mal ein bisschen Medizin her. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Ja. So, ja, das sollte reichen. Kleines Pflaster. Ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Bin mal gespannt, ob wir nach oben kommen, ohne dass uns ein Zombie angreift. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße, ich muss fitter werden. Hat er eben gesagt, ich muss fetter werden oder ich muss fitter werden? Ich hab fetter verstanden. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist du die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Ah. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Genau, warum aus dem Motorrad, was da liegt, die Pumpe ausbauen? Dann lieber komplizierter. Ja. Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Er tarnt sein Motorrad mitten auf der Straße mit ein paar grünen Zweigen. In der Hoffnung, dass keiner vorbeikommt. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Ja, ich so, dachte wohl gerade sagen, geradeaus geht's nicht. Sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Boah, es sind ja überall diese Freaks, ey. Boah, das kann ja ein Gemetzel werden. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Bereit? So, Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte E gedrückt, um sie zu schieben. Ja, machen wir das nochmal. Schieb! Schieb den Schieb. Da ist sogar noch eine Mumie drin. Ah, shit. Was für Assis. So, drücke er mal Nahkampfangriff. Alles klar. Ah, okay.
Die hat er natürlich gleich erledigt. Also. Wähle in eine Richtung WASD und tippe Space an, um dich abzurollen. Oh, alter Falter. Wir haben es, was? Was ich schon ein bisschen schade finde, muss ich sagen, die haben doch auch hier Waffen und so mit, dass ich die irgendwie nicht looten kann. Naja. Uns mal nicht beschweren. Auf jeden Fall schon ein sehr übles Game. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Ach du Scheiße, und dann jetzt in Tunnel rein, ey. Ah, das kann doch nie gut gehen. Mist. Soll das gehen? Ja. Gib mir die Schrotflinte. Ich gehe vor. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Ecke die jetzt hier kommt. Na, lassen wir uns mal überraschen. Theoretisch würde ich auch gerne ein bisschen Leichen oder so, aber... Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Ach, die rotten das Nest aus, hä? Und so ist es wohl. Jawohl, Nummer 1. Ah, übertreib nicht, Junge. Bleib ganz ruhig. Ich glaube, er ist tot. Das glaube ich auch. Wie er da rumgemanscht hat. Denk an meine Flinte. Ja. Ist ja. Okay. Der hat hier überhaupt keine Frustrationstoleranz. Okay, bei den Zombies gibt es wahrscheinlich auch keinen Grund, eine Gnade zu haben. Jetzt wieder da hoch. Show no mercy. Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu kommen. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld. Okay, da kommen noch mehr. Alter, warum treffe ich denn nicht? Okay, ich muss mal ein bisschen die Alarmanlage ausmachen, bevor noch mehr kommen. Uiuiuiuiuiui. Halt die Schnauze. Ah, gut. Das finde ich doch mal sehr nice. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Diese Geräusche, ey. Ah. Gerade 6-7 Meter. Alter! Was ist das denn? Okay, ich glaube, der hat's begriffen. Der greift nicht mehr an. Okay. Ressourcen, das ist schon mal gut. Muss nichts auslassen. Oh, die armen Kinderbilder und so.
Oh, überall Blut, ey. Das hat ja auch einen riesen Massaker gegeben hier. Alles klar. Komm. Nachladen ist das A und O hier. Schieb, 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 schieb. Oh, schon wieder. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße. Ja, toll, ist natürlich das Auto dahinter, ne? Los, komm. Ey, aber... jetzt blöd hier irgendwie die Haube aufzumachen. Boah, sehr gut. Nur da hinten krabbeln sie schon wieder rum. Ich würde sagen, gehen wir hier lang. Ressourcen sammeln ist immer gut. Oh Mann. Na, komm mal ran hier auf den Meter. Oh Scheiße, mehr Freaks! So, immer nachladen. Wir sind gleich raus aus dem Tunnel, aber wir hier nochmal gucken. Geht's irgendwie nicht weiter. Ich habe immer Angst, dass wir zu wenig Ressourcen oder Münzen oder irgendwas einsammeln. Noch ein Nest. Nein, nicht Münzen, ja. Munition. Gott. Man riecht's. Ah, schon wieder ein Nest. Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Oh, verbrenne das Freak-Nest. Okay, machen wir doch. Das haben wir gleich. Okay, Wurfobjekte... ja, ich muss auch Q gedrückt halten, ja, ganz toll. Das sollte genügen. Bereit? Scheiße. Da kommen sie! Ich hoffe, das sind nicht allzu viele. Nummer eins. Nummer zwei. Komm schon. Ja, okay. Eine Sekunde. Okay. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind raus. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nur, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder. Das höre ich gern. Steht der Crazy Willys. Sieht ja lustig aus. Da, deine Freakshow. Ach du heilige Neune. Shit. So, auch wieder eine Riesenhorde. Also, so wie die aussehen, möchte ich nicht heißen. Ja. Gut gebrüllt, Löwe. Ah. Verzehren sich schon selber, ey. Das ist ja widerlich. Die haben auch gar keinen Respekt vor niemandem. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Toller Plan. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt... heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Oh toll, und das Schöne ist, ich wurde noch nicht mal gefragt. Ich muss mich wieder tausendmal erschrecken vom Rechner.
Okay. Wir können ja mal ein bisschen geduckt rangehen. Oh Gott. Da sind ja sogar Kinderzombies bei. Oh, ist ja widerlich. Okay, bis jetzt sieht uns noch keiner. Okay, dann gehen wir mal außen rum. So, Büsche. Hinter den Büschen kannst du dich tarnen, wenn du noch nicht entdeckt wurdest. Bleibe mit Steuerung in Deckung und unentdeckt zu bleiben und sorge mit Steinen für Ablenkung. Genau, ich werfe jetzt hier noch Steine. Genau. Okay, die scheinen mich irgendwie nicht zu beachten momentan. Kann ich auch hier gleich aufrecht gehen und dann rein ins Gebäude. Sehr gut. Klebeband. So viele Ressourcen erwarte ich hier eigentlich nicht. Ein Basie können wir mitnehmen. Hier können wir noch was untersuchen. Was ist da drin? Ich weiß nicht, also. Okay, den Basie hat er um den Rücken geschnallt. Das ist schon mal gut, weil ich dachte, ich müsste mich damit verteidigen, ey. Nicht bei der Menge, die hier rumlaufen. Ne, die scheinen so ein bisschen kurzsichtig zu sein. Okay, da ist einer. Der ist am Fressen und beachtet mich auch nicht. Ja, das ist ja nice. Nick, wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Ja, auf noch jeden nicht. Fall. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann legt einen Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Okay, dann gehen wir mal nach hier oben. Okay, die fressen da rum und beachten mich nicht. Eigentlich Glück gehabt. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad. So, wenn man das auf hart spielt oder so, würden die wahrscheinlich ständig ankommen. So. Kantholz. Ne, Kantholz brauchen wir nicht. Aber wir können die Tür mal zumachen. Das ist ja eigentlich funktionieren. Ich habe keinen Bock, dass hier irgendein Zombie reinkommt. Okay, Kanister. Hier ist noch ein bisschen Leintuch. Auch gut. Ah, hier können wir auch noch mal ein bisschen was. Genau. Oh. Manchmal haut die Steuerung mit der Tastatur noch nicht so richtig hin. Ist halt für Joypad konzipiert, aber ich hasse das mit dem Aiming im Joypad. So, Schalldämpfer. Bring deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Überlebensrad aus und drücke zum Anbringen E. Alles klar, super. Machen wir das doch mal. Nehmen wir mal die Knarre hier. Jo. Alles klar, Schalldämpfer ist drauf. Da geht's wieder raus. Da geht's auch raus. Da sind wir ja reingekommen. Mehr Ressourcen hier? Das sieht so wenig aus. Okay. Also ich glaube, wir müssen da in die Werkstatt rein. Ja. Da sind wir sogar schon einmal rumgelaufen. Aber wir sind geradeaus gelaufen, wir müssen in das Gebäude rein. Genau, geradeaus über den Zaun und dann rechts aufs Dach. Irgendwie so war das. Ja, jump, jump, jump. Ein bisschen Tomb Raider ist auch drin in dem Game. So, hier hat vorhin irgendein Zombie rumgeknabbert, der ist jetzt auch weg. Das finde ich auch nice. So, genau, hier geht's lang. Ja, alles klar. Ja,
Das dachte ich mir. Die Kinderzombies, ja, das finde ich ein bisschen übel, muss ich sagen. Ja, habe ich auch noch in keinem Spiel so gesehen. Irgendwelche Kinderzombies platt machen muss, also. Okay, das ist für die Molotow-Cocktails. Wir können hier mal rüber gehen. Ich meine, hier ist ja nicht umsonst eine Brücke. Vielleicht können wir hier auch noch was aufsammeln. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Ich würde ruhig mal ein bisschen mehr verstecken. Dann lassen wir uns da mal reinfallen. Hier ein Schuss reicht. Ist gut, da geht's raus. So, er hat ja gesagt, wir müssen ja irgendwie Munition sammeln. Das heißt, er muss ja irgendwie wissen, dass hier noch Munition irgendwo liegt. Da hier deponiert wurde. Ne, okay. Das sieht doch sehr gut aus, genau. Damit können wir ein bisschen Musik machen. Was hat er denn jetzt? Lesen will er das nicht und das sah ihm so aus, als wenn er in Trance gefallen wäre. Oh, sehr gut. Ich liebe es zu farmen und zu looten. Alles einsammeln. Alles gebrauchen. Ah, hier ist die Benzinpumpe. Usa, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Scheiße! Ah. Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Boozer? Boozman? Verdammt! Warte mal, hier ist noch ein Lappen, den nehmen wir noch mit. So viel Zeit muss sein. Durch, Bushman, ich komme. Oh Mann, verdammt, Boozer, wo bist du? Ja. Ich höre sie. Boozer, wo bist du, Mann? Alter, was sind das für komische Viecher? Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir. Ihr scheiß Arschlöcher. Na, das ist ja auch so eine Art Sekte oder so. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Folg dem Weg, den Weg. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner deiner Vorderen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Alter. Ich hoffe, dass ich dich gleich wegblasen kann. So, das ist jetzt auch geil. Deckung, ne? Geh hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben duckst. Drücke Steuerung, um dich zu ducken oder aufzustehen. Ehe fortzufahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, die quälen den Typen. Da gibt's keine Deckung. Da wird jetzt drauf geballert. So, drücke beim Zielen mit Steuerung Z, um die Schulter zu wechseln. Okay, das könnte man machen. Aber blas die jetzt hier weg. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Arschlöcher, komm schon! Alter, die haben wohl was an der Murmel, ey. Usa, ich töte sie alle. Usa, komm. Alter, das muss ja Schmerzen sein, der ganze Arm verbrannt. Oh boah. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Geht schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Wir müssen weg, Mann. Also, sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kommen. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Auf los raus aus der Gefahrenzone. Zombies, die laufen können, ey, das ist ja grausam. Da liebe ich mir doch die Klassiker, die immer so langsam geschlichen sind. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es.
Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Ich muss sagen, wie eine stabile Hütte sieht das aber nicht aus. Wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hole meinen Arm. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Man kann nicht verstehen bei den Viechern, die da draußen rumrennen. Munition. Gebiet wird verlassen. Warum das denn? Neun Meter. So, warte mal. Ach so, meint der das. Waffenschrank. Handfeuerwaffe. Eins verfügbar öffnen. Spezial neue Objekte. 9 mm. So, was kann ich denn mit der machen? Besser als nichts, aber auch nicht genug. Am effektivsten wären wohl Kopfschüsse oder ganz viel Munition. Handfeuerwaffe, miserabler Zustand. Okay, und was sagt mir das jetzt? Armbrust. Keine gelagerten Waffen, okay. Spezial. So, Drifter in den Bergen. Kehre zu deinem Bike zurück. Verdammt, Boozer. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Ist doch die Frage, ob wir hier draußen nicht schon irgendwas finden. Ob wir wirklich zum Bike laufen müssen. Ich vermute mal so und so, dass er es nicht schaffen wird. Aber, okay. Das ist auch keine optimistische Einstellung, die ich da habe. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Was zum Teufel? Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Folge dem Plünderer. Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Ausdauer verbraucht, ne? Toll. Ah! Das war ja wohl klar. Reggie, hi! Guten Abend, Reggie! Das gibt's auch nicht. Ich blöd, man fall da noch runter, ey. Naja. So, die haben wir ja, die Waffe. Alles klar. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zum Bike zurück. Ja, ressourcenmäßig sieht es aber schlecht aus. Also, dein Arm wird eben nicht wieder. Die hat noch nicht so spezielle Fähigkeiten. Ich muss was für seinen Arm finden.
auch nichts. Okay, gehen wir mal raus. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Ja, hoffe ich doch. Ich hab's ja extra jetzt vom PC besorgt. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Es ist, scheint echt genial zu sein. Scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Hast du Resident Evil schon gezockt? Ist auch mega geil. Scheiße. Alter, ganz toll. Hey Arschloch, wir sehen dich. Ja, hey Arschloch. Wer hat denn hier geplündert? Wer ist denn das Arschloch? So, Mann down. Ja, komm schon. Ja, gehen wir mal ein bisschen Deckung hier. Ja, komm mal ran hier auf den Meter. Ja, mit so einem Hackebeil, ey. Keine Spitzhacke, nee, nehmen wir nicht mit. Nur Ballast. Na, ja, komm mal raus hier. Aber die ist auch weg. Ach, da ist er, ja. Fast leer. Das war der letzte. Okay, mit ihr kann ich wahrscheinlich jetzt reden. Sie muss gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Wir heilen. Use, ich hab ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Ja, genau. Pistole aufheben, ne? Genau. Besser als nicht. Das werden wir mal machen. Danke für den Tipp. Dann mal hier mein Handy mal weglegen. Dauert mich mal. So, dann gucken wir mal die Richtung. Ja, verdammte Freaker. Man muss ja nicht alle killen. Oh, Scheiße. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ah. Bin auch stumpf. So, Kampf oder Flucht. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie. Wenn du genug Ausdauer hast, drücke Shift zum Sprinten. Ja, genau, wie bei Resident Evil. Kann er auch nachladen, während er läuft. Okay, yo, bye und danke fürs Zuschauen. Schlaf gut. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks. Und dann dieser verdammte Regen. Wieso? Redloch ist andauernd. Hab dich. Shit. Beute. Die haben wahrscheinlich nichts zum Looten, vermute ich mal. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Bis jetzt wird es auch langsam dunkel. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Warte, ich habe keine Munition mehr, ey. Alter, ist das scheiße. Das ist ja echt ein übles Gefühl. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Ja, hier vorne unter den Tannen, oder?
Mein Bike ist weg. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann! Ehrlich! Na, warum läufst du dann weg? Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland tragen! Ich weiß nicht! Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Alter, warum läuft der denn so schnell und hat so viel Kondition und ich hab keine? Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Okay, wichtig ist, glaube ich, auch, dass ich ihn nicht aus den Augen verliere hier. Okay, dann muss ich so machen wie bei Resident Evil oder bei Hunt Showdown oder keine Ahnung, immer ein bisschen warten, bis die Energie sich auflädt. Und dann geht's wieder. So. Muss weglaufen, ne? Oh Mann, ey, ob die mich reinlassen? Clever ist das nicht, glaube ich. Ja, wir riskieren's mal. Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut! Aber super, sie lässt mich rein, das ist ja schon mal gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hinter mir ist so ein scheiß Zombie gewesen. Ach, hier läuft der auch gar nicht. Okay. Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt im Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen. Naja, red dich mal raus. Reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Also mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. War eigentlich eine geile Aussicht. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Naja, das ist wie in jedem Spiel. Die Verfassung der Vereinigten. Die Texturen. Alter, das ist... Man läuft durch, man ballert. Man sieht die Story, aber das Game von der Grafik her. Man genießt sowas irgendwie gar nicht mehr. Ja.
Ich hoffe aber, dass sie mir auch Munition geben können. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo der Typ hingegangen ist. Mach er das? Nö. Aber wahrscheinlich noch weiter nach oben. Ist ja der Boss. Ein bisschen nervig, dass hier nicht laufen kann. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deek. Oh, Leon. Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deek. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike. Alter, dem fehlt ja ein halbes Ohr, ey. Das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deek. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Pup. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Bitte. Würde mich freuen, wenn ich vorher erstmal mein Motorrad kriegen würde und wenn ich noch Munition hätte. Die werden mich ja wohl nicht ohne Munition irgendwie loslassen. Beute. Beute abgeben. Freaker-Ohren können gesammelt und im Camp bei Beutehändlern abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen, um Punkte zu erhalten. Verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Okay. Schwärmerohr. Ja, toll. Ein einzelnes Ohr. Hm, klasse. Wow. Ein ganzes Freaker-Ohr. Stapel kann man die auch verkaufen. Okay. Ja, du tötest sie. Ich übernehme das Zählen. Okay. Na dann. Hast du Beute dabei? Nee, das war schon. Bis dann. Wir sehen uns. Mach's gut. Was willst du? Deek. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Deek, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. So 100% Drifter in den Bergen. Story-Mission. 1000% Vertrauen, 1950 und 5000. Hoppler Camp. Die Fahrt rüsten. Ziel Boozer und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. So, neue Mission freigeschaltet. Die haben sich verpasst. Fertigkeitspunkte, okay.
So, was haben wir denn da für Fertigkeitsstufe 2, Fertigkeitspunkt. Okay, die Fähigkeit beim Ziel mit einer Fernkampfkonzentration zu aktivieren. Erfordert 2 Punkte. Konzentrierter Schuss gemeistert. Okay. Sonst, ach, wir haben 0 Fertigkeitspunkte. Naja, toll. Okay, dann gehen wir wieder raus. Willst du machen, ne? Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. So, driften. Tippe Space an, während du mit W beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitig drehen und driften. Dann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu überwinden. Verlorenes Bike. Du hast dein Bike verloren, entweder auf den Grund eines Sees, irgendwo in einer Schlucht oder in den Weiten der Ferrewildnis. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einem nahen Ort bergen. Da bin ich nicht. Rosa, bist du da? Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt. Sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Rosa, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades. Du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaub, Alter, meine Fahrkünste mit der Tastatur, ey. Das hätte ich eigentlich schon vergessen. Ich könnte das gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Dass er das mit dem verbrannten Arm überhaupt aushält, wundert mich. Das müssen ja wirklich mega Schmerzen sein. Scheiße. Dann kommen wir wohl hier durch, das ja? Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Toll. So, jetzt müssen wir erstmal laufen, weil ich schlumpf. Mal gucken muss. So, Nahkampfwaffe. Genau. Ey, warum zieht der denn? Ja, wollte gerade sagen. Zieht der denn mal diese scheiß Waffe, ey? Wir haben sonst keine Munition. Was ich auch irgendwie nicht so verstehe, dass wir so viel verschossen haben. Na, wie ist das? Okay. Bin ja mal gucken, ob das wie bei Resident Evil ist. Können wir denn Munition herstellen? Ablenkung, also Stein, Spezialwaffen. Ne. So, und hinter uns ist auch noch ein Zombie. Ja. Ich schlage eigentlich keine Frauen, aber okay. In dem Fall zombie-mäßig geht's nicht anders. So, Spiel beim Bike speichern. Drücke und halte R, um an und bei deinem Bike schnell zu speichern. Im Kampf oder während deiner Mission ist diese Funktion gesperrt. Das ist ja super. Können wir jetzt hier mal speichern. Na toll. Ist auch wieder alles verriegelt hier. Shit, geht nicht auf. Da aus. Eine Art Lazarett oder so, ne? Könnte nützlich sein. Okay, hier ist Kerosin. Nix.
Was, ich dachte, hier wäre noch Munition drin oder so. Leider nicht. Ja, dann gucken wir mal, ob wir anders da reinkommen. Bingo, da ist er. Bingo, da ist er und springt in die Tonne. Das ist ja auch geil. Da meint er den Generator hier. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Ich brauche Benzin. Wollen wir mal, dass wir Benzin sammeln. Ja, ist natürlich verständlich, ne? Ich meine, wie soll ich denn hier reinkommen, wenn das Ganze... Eine Feueraxt, okay. Feueraxt ist, glaube ich, auch besser, ne? Ja, die hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Dampf. Ne? Ja, wie soll ich denn die Türen und so anmachen, aufmachen, wenn der Generator nicht läuft? Ist auch ganz klar. Also wir müssen irgendwie mal Benzin finden. Ich weiß nicht, ob wir uns hier so weit rausfahren sollten. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und hier noch hoch. Kann ich hier einfach runterspringen oder letzte sich denn auch wieder? Ja, es geht. Okay. Warte mal, da hinten ist ein Benzinkanister. Ah, Benzin. Sehr gut. Ich hab die ganze Zeit Schiss, dass wieder irgendwelche Zombies ankommen. Ah, gutes Timing. Ah, sehr gut. Jetzt an mit der Mühle. Ja. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Sterile Verbände. Wo bewahren sie die bloß auf? Die Tür nicht schließen? Na doch, alles klar. Ja, Munition, sehr geil. Genau das, was ich gebraucht habe. So, erste Hilfe. Da geht's nach draußen. Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh. Macht eigentlich auch wenig Sinn, weil jetzt ist das auf jeden Fall nicht mehr steril. So, Nerd-Injektor Nero in... Nee, heißt Nero, heißt es. Nero-Injektoren befindest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten in Nero-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Das Nero-Kram. Gesundheit. Nutze Nero-Technologie, um deine Gesundheit zu erhöhen. Injektor, Ausdauer. Warum eigentlich nicht? Nur mal die Gesundheit. Gesundheit plus 25, oder? Kondition wäre natürlich auch wichtig gewesen. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. So, Schrank. 9 mm. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen.
fahren. Wir weg! Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Achtung! Halt! Nein, wir haben doch nichts getan! Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Maschinerie. Oh, komm. Ja, nicht schlecht. Schade, die haben natürlich nichts für mich. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal. Wo war jetzt unser Motorrad? Das war hier draußen, ne? Oh, die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Was will er denn immer mit den Lautsprechern? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ach da, okay. Endlich die Fresse! Ja, alles klar, weil das ja Zombies anlockt. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ein bisschen gedauert. Oh, sehr schön. Prima. So, wie war das Speichern am Motorrad? Einfach R drücken, ne? Ja. Boza, bist du da? Boza, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? St. John. Sprich Cove. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzudrehen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passen ihm wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John N. Wir fahren natürlich jetzt einen total beschissenen Weg, aber okay. Muss mich da auch erstmal eingrooven, was die Map angeht. Aber die Richtung passt ja. Zeigt mir ja mal so einen gelben Leitfaden an. Kameransicht ist ein bisschen komisch, aber jetzt hier hoch. Yo. Wir sind da. Mach die Tür auf. Aua. So, nochmal speichern. Und wo ist er denn, unser Freund? Bei den Schmerzen, und wenn sich das noch entzündet hat, okay, aber wir waren jetzt ja nicht Tage weg. Hey, Boza, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boza? Alter, ist er jetzt doch verstorben? Boza! Hey! Wow, wow, wow! Oh, shit! Boah. Scheiße, Dick! Hast du Glück gehabt! Umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein! Oh nein! Lass mich mal den Arm schon. Ansehen! Alles ja, gut! Gut! Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay?
Das wird wieder. Ja, stehen alle ein bisschen unter Druck, ne? Kann man verstehen. Die haben sich verpisst. 3000 Erfahrungspunkte. Copelands Camp. Er ist mein Bruder. Vielleicht mit F, wenn man F drückt. Achso, dann kann man sich das nochmal alles angucken. Hicks. Gehen wir mal raus. So, macht das Hinterhaltcamp bei Kaskade Funkturm ausfindig. Was aus guten Patrioten wird. Ich würde sagen, wir speichern jetzt mal am Motorrad und dann machen wir erstmal Schluss. Jo, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Like da, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Ich würde sagen, bis dahin.